So, ich glaube, wir können anfangen. Es Okay. sollte alles funktionieren. Super. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt hören. Tut mir leid für den Delay. Manchmal muss man ein bisschen warten, damit man zu den Sachen kommt, die man machen möchte. Ja, ihr habt ja vielleicht gestern meinen Vortrag gehört, wo es mir darum geht, so Ansätze zu finden, wie man möglichst einfach und niederschwellig Praxisbeispiele umsetzen kann, möglichst nachhaltig zu leben. Und heute ist im Prinzip für mich auch nochmal wichtig, von euch zu hören, was habt ihr schon gemacht oder was habt ihr noch für Ideen? Wo kann man nochmal drüber reden oder was ist so eure Ideen? Was könnte man umsetzen oder habt ihr noch irgendwelche tollen Links, wo ihr sagt hier oder interessante Möglichkeiten und Ideen, was kann man alles machen? Um eben dann noch weiter und tiefer reinzugehen. Weil für mich ist es halt immer erstmal wichtig, für die Leute zu zeigen, was es für Möglichkeiten gibt und dass es halt sehr einfach und niederschwellig geht, was zu tun. Und das Ganze ist ja immer ein Prozess, sprich, ich gehe ja dann immer weiter. Also wenn ich irgendwas angefangen habe und den ersten Schritt gegangen bin, gehe ich ja immer auch weiter. Also zum Beispiel vorwärts zu gehen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt keine Flüssigseife mehr aus der Plastikflasche, sondern ich gehe jetzt hin und sage, ja, hallo, ich nehme jetzt meine Seife. So, ich sehe jetzt gerade in den Kommentaren, dass mein Ton verzerrt ist. Liebe Technik, ich muss euch bitten, nochmal zu gucken, dass ihr meinen Ton verbessert. Tut mir sehr leid, dass der Ton so verzerrt ist. So, ist es jetzt besser? Könnt ihr mich jetzt besser verstehen oder habt ihr immer noch verzerrt? Es wird dran gearbeitet. Ja, ich spreche jetzt mal weiter und wir gucken mal, vielleicht kriegen wir das mit dem verzerrten Ton noch hin und dass es auch nicht mehr verstockend ist. Ich hoffe, dass es bei euch jetzt besser zu, dass ich jetzt besser zu hören bin. Und dass es nicht mehr so verzerrt und verstockt ist. Also gerne kurzes Feedback würde mir sehr helfen. So. Genau. Zurück zum Thema. Also, ich hatte mich ja jedes Jahr, in dem ich den Vortrag halte, immer so ein bisschen an verschiedenen Themen so ein bisschen festgehalten, beziehungsweise die vertieft. Und dieses Jahr habe ich mich mit Hygiene und Reinigung beschäftigt, etwas näher, und mit Einkaufen und Essen. Und ich würde ganz gerne mal von euch hören, wie es denn bei euch ist bei Hygiene und Reinigung, ob ihr auch schon ausprobiert habt, mit Essigessenz oder Zitronensäurepulver etc. zu arbeiten, oder ob ihr sagt so, nee, das habe ich noch gar nicht probiert, weiß ich nicht, wie machst du das oder wie gehst du daran und was hast du da für Erfahrungen gemacht? Genau, also dem Stream ist der Ton total glasklar zu hören, sprich, tja, dann über den Stream, ich weiß es auch nicht. Mal gucken. Ja, also würde ich gerne hören, was ihr da so für Erfahrungen gemacht habt. Ich weiß nicht, also die Geschichte mit den Kartoffelschalen ist ja immer so, dass die Leute denken, ich bin verrückt, wenn ich sowas erzähle, dass man Kartoffelschalen benutzt, um das Spülbecken zu putzen. Und tatsächlich habe ich da sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Also das funktioniert hervorragend. Es ist natürlich dann immer nicht so, dass ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe halt immer feste Putztage im Prinzip. Und nicht immer sind dann Kartoffelschalen da. Also die Kartoffelschalen dann lange aufzuheben, macht auch nicht den Sinn. Also genau. Also der Vorschlag ist hier, den Ton hier auf stumm zu schalten. Und ich werde es mal versuchen. Ihr könnt mal gucken, ob ihr dann klarkommt oder nicht. Ich meine, das ist für die natürlich doof, die jetzt nicht über den Stream gehen. Tja. Naja, versuchen wir es mal weiterhin, vielleicht klappt es ja. Genau, also mit diesen Kartoffelschalen,
wenn die noch relativ gut sind, also im Herbst, wenn die Kartoffeln frisch sind, ne, dann brauche ich die Kartoffeln im Prinzip ja auch nicht zu schälen, sondern ich brauche sie einfach nur zu säubern und kann sie halt direkt benutzen und ich kann die Schale auch mitessen. Also das ist so auch nochmal so ein Punkt, auf den ich nachher nochmal eingehen werde. Aber wenn ich halt dann tatsächlich die Kartoffeln schon eine Weile gelagert habe, und es macht ja auch Sinn, wenn die Kartoffeln entweder irgendwo lagern, wo sie halt dann relativ viel frische Luft kriegen, beziehungsweise ich sie lagere, dass sie halt immer noch so eine Dreckschicht haben. Und diese Dreckschicht mache ich ja dann ab. Und es ist halt schon so, also bei mir zumindest, wenn ich Bio-Kartoffeln kaufe oder irgendwie vom Bauern halt Kartoffeln hole, dass die natürlich nicht immer alle super duper sind. Und dann kann ich die halt eben nicht verwenden, um damit Chips zu machen, weil die halt einfach nicht mehr schön sind und einfach nicht mehr zum Essen gedacht sind. Und die kann ich dann eben zum Putzen verwenden. Und tatsächlich ist es dann so, wenn ich halt die Woche plane für Essen und Reinigung etc., dass ich dann halt gucke, okay, ich gehe jetzt mal hin und überlege mir dann, okay, dann gibt es halt samstags Kartoffeln, weil ich samstags eben dann die Küchenspüle putzen möchte. Also sowas kann man dann machen. Aber das ist zum Beispiel die eine Geschichte, was... im Bad bin ich noch so ein bisschen unzufrieden, muss ich zugeben. Also diese hinzugehen und sich Essigessenz zu verdünnen und in die Sprühflasche zu packen und damit halt zu reinigen, ist so semi. Also tatsächlich ist es so, dass wir hier in Berlin sehr, sehr kalkiges Wasser haben und ich wirklich Probleme habe, dann die Kalkflecken wegzubekommen aus der Badewanne oder aus dem Handwaschbecken. Also das ist wirklich tatsächlich so, dass ich da dann schon echt mit Zitronensäurepulver rangehen muss. Auf Dauer. Ne? Also das ist schon, hat natürlich den Nachteil, dass ich dann an den Stellen, wo ich den Übergang zu den Fliesen habe und Silikonverfugung drin ist, ich halt etwas vorsichtiger sein muss. Genau. Das ist so ein bisschen, da muss man halt aufpassen. Aber im Endeffekt, das Zitronensäurepulver auf die vorher feucht gemachte Fläche zu verteilen und das dort einfach einwirken zu lassen und dann hinterher mit einer Bürste abzuputzen, funktioniert eigentlich super. Also ich kann halt nur sagen, dass ich früher für die Toiletten gab es immer so eine Tabletten, die man da reingeschmissen hat. Das ist die totale Umweltschweinerei tatsächlich. Und da sind echt Stoffe drin, die wirklich nicht in die Umwelt geraten sollten und schon gar nicht in den Abfluss. Und das zu ersetzen, hat eine ganze Weile gedauert und das geht halt hervorragend mit Zitronensäurepulver. Kann ich das wirklich in der Toilette verteilen und diese kurz einwirken lassen, teilweise auch länger und dann geht der ganze Urinstein einfach weg. Also ich kann den wirklich dann hinterher wegputzen. Und wenn man das halt dann eben dauerhaft oder ich weiß nicht, wie oft ihr eure Toilette putzt, aber wenn man es halt einmal pro Woche macht, reicht eigentlich im Prinzip, dann... geht auf Dauer dieser ganze Kalkablagerungskram und Urinsteinkram geht einfach weg. Also das ist sowas von einfach und easy zu machen. Ja. Was noch so für die normalen Flächen, wenn ich zum Beispiel in der Badewanne bzw. in der Dusche die Seitenfläche abputzen möchte, wo sich ja auch immer wieder Kalkablagerungen bilden, da würde ich halt tatsächlich wirklich Essigessenz ein bisschen verdünnen und damit dann einfach einsprühen, kurz einwirken lassen und dann wegputzen. Was ich dann mache zum Nachputzen, also entweder man nimmt halt so ganz klassisch, wie es früher gemacht wurde, einen Lederlappen. Ja, oder eben, was ich benutze, was jetzt nicht so cool ist, sind Mikrofasertücher. Also die man waschen kann, aber die natürlich, ganz klar, wenn ich sie wasche, Mikrofaserpartikel emittieren und damit natürlich die Umwelt verschmutzen. Das muss man ganz klar sehen. Kann ich halt nur empfehlen, auf Leder umzusteigen. Ist bei mir so Halbumstieg, aber ich... sehe halt auch nicht ein, warum ich einen funktionierenden Lappen wegschmeißen soll, bloß weil ich jetzt umsteige. Also das ist auch noch so ein Punkt, wo ich immer sage, wenn ihr noch Reste habt an Reinigungsmitteln oder wenn ihr noch Lappen oder sonstige Dinge habt, wo ihr sagt, ja, die möchte ich einfach perspektivisch ersetzen, würde ich die immer erst ersetzen, wenn sie kaputt sind oder wenn sie alt sind. Es macht keinen Sinn, Dinge zu ersetzen, die ich schon habe. Also das ist genauso, wenn ich
Plastiktüten verwende, um Müll zu sammeln oder die irgendwie zu verwenden, ich wasche die dann halt einfach nochmal aus und benutze die halt noch so oft, bis sie wirklich so löcherig sind, dass sie halt einfach nicht mehr zu benutzen sind. Also das ist so ein Kreislauf, dass wenn die Tüten noch sehr gut in Schuss sind und auch eine etwas dickere Wandstärke haben, dann kann man die für alle möglichen Dinge benutzen, die halt auch tropfen, also zum Beispiel Sachen einfrieren oder sonst irgendwas. Und sobald die dann halt löchriger werden, dann sind sie nur noch für den Transport von großen Nudeln aus dem Unverpacktladen nach Hause, werden sie dann benutzt. Und zum Schluss landen sie halt dann im Prinzip als Mülltüte. Ja, also im Endeffekt wird die Tüte halt so lange benutzt, bis nichts mehr geht. Essigessenz greift die Fliesenfugen an. Ja, das tut es zum Teil, da gebe ich euch recht. Wobei, was ich halt noch empfehlen kann, wäre dann halt Soda zu benutzen, das Soda eben auch aufzulösen in Wasser und mit einer Sprayflasche zu benutzen, hat aber nicht so die gute Wirkung. Ja. Mal abgesehen davon, dass meine Erfahrung ist, dass die Fliesenfugen sich relativ schnell auch mit irgendwelchem grintigen Zeug zusetzen. Also das ist tatsächlich so, dass die sowieso dann an einigen Stellen in irgendwelchen Ecken so ein bisschen schimmelig werden oder da irgendwie so ein bisschen so ein Schleimfilm sich bildet. Und bevor du dann mit dieser Essigessenz das wegkriegst und dann wirklich an den Fliesenfugen landest, hast du erstmal den Dreck entfernt. Tatsächlich, also würde ich da überwiegt der Nutzen den Schaden. So, und ja, es gibt Essigessenz auch noch anders als in kleinen Plastikflaschen, nämlich im Unverpacktladen. Da kannst du es halt abfüllen. Ich weiß, viele von euch haben natürlich jetzt nicht einen Unverpacktladen um die Ecke und können da jetzt einfach hingehen und das abfüllen. Und viele Unverpacktläden fangen erstmal mit Trockenware an und haben am Anfang sowas noch nicht. Es gibt tatsächlich im Netz mehrere Seiten, die sich mit diesen Unverpacktläden beschäftigen. Dazu komme ich dann später nochmal. Aber jetzt zurück zu der Reinigungsgeschichte. Es ist halt tatsächlich so, dass ich einen Reiniger tatsächlich noch kaufe, weil ich den wirklich nicht ersetzen kann. Mal abgesehen davon, dass bei uns zu Hause halt alle reinigen müssen, sprich, meine Tochter steigt mir auf die Barrikaden, wenn sie mit meinem komischen Zeug immer reinigen muss, O-Ton. Also wir haben tatsächlich noch einen zusätzlichen Orangenreiniger, der natürlich in einer Plastikflasche kommt, die aber tatsächlich mittlerweile schon recycelt ist. Aber es ist... Das ist halt wieder so diese Geschichte mit dem, ja, das ist schön, dass die Plastikflaschen für die Reiniger zum Großteil jetzt recycelt sind. Aber für mich ist dann halt immer die Frage, was passiert denn dann danach, wenn ich das Teil wieder benutzt habe? Was mache ich denn dann damit? Also ich meine, ich habe natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, eine Plastikflaschensammlung. Und das ist dann halt schon so, dass dann da schon Labels drauf sind, was ich damit mache. Übrigens zu der Labels-Geschichte gibt es noch was zu sagen, weil viele Labels muss man halt hinterher wegschmeißen, beziehungsweise die überstehen halt zum Beispiel auch einen Geschirrspüler nicht oder das ist dann wieder Abfall, den ich produziere. Wir haben Washi-Tape, das ist so mit einem ganz speziellen Kleber, das kann ich mit in die Spülmaschine schmeißen, das bleibt erhalten, ich kann das wieder beschreiben und was wir zum Beispiel machen, ist, dass wir einfach ganz viele Labels geschrieben haben, die dann eben an den entsprechenden Tüten oder entsprechenden Gläsern draufkleben und die dann hinterher wieder abziehen und woanders hin tun und in der Zwischenzeit kleben sie einfach auf den Geschirrspüler. So, dann kann man immer gucken, habe ich noch ein Stärke-Label? Ah ja, okay. Ah, habe ich noch ein Natron-Label? Ja, habe ich auch. Und dann kann ich das halt immer neu benutzen. Das ist genauso, wenn ich Sachen, die ich einkoche, etikettiere, dann nehme ich tatsächlich dieses Washi-Tape und schreibe immer das Datum von dem Zeitpunkt, wo ich das eingekocht habe, immer ganz nach rechts, sodass ich das einfach nur abschneiden kann und den Rest davon behalten kann und einfach dort dann wieder noch, lasse ich noch einen kleinen Fleck und dann kann ich wieder neues Datum aufschreiben, sodass ich dann den Vorteil habe, dass ich das immer wieder benutzen kann und da halt möglichst wenig Müll produziere. Ah, ich lese gerade, da schreibt jemand, dass jemand einfach nur Essig benutzt, statt Essigessenz. Ja, geht auch. Also habe ich auch schon gemacht. Ja. Also bei den Reinigungsgeschichten würde ich jetzt mal zum Schwenken zum Waschen
Das hatte ich ja auch im Vortrag noch gesagt, dass ich da halt relativ viel ausprobiert habe, was, mit was ich waschen kann. Und also das Einfachste ist tatsächlich einfach in den Garten gehen, Efeu holen, kleinschnippeln, in ein kleines Waschsäckchen packen und ab damit in die Waschmaschine mit der Wäsche. Und vielleicht noch ein bisschen, ja, was mache ich sonst noch? Ich mache manchmal noch, behandle ich die Flecken mit Gallseife vor. Also das ist tatsächlich so. Also gerade wenn das krassere Flecken sind, wie irgendwie Blutflecken oder sowas, dann behandle ich das definitiv vor mit Gallseife. Aber ansonsten habe ich mit Efeu super Erfahrung gemacht. Und was ich zusätzlich benutze, was ich im 5-Liter-Kanister kaufe, ist Seifenkrautwaschmittel. Weil das hat halt auch den Vorteil, wir haben bei uns noch einen Allergiker mit im Haushalt, die halt super empfindlich auf bestimmte Parfümstoffe reagiert. Und das hast du dort bei diesem Waschmittel halt überhaupt nicht. Das heißt, du hast halt dann auch noch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und da sind auch keine Mikroplastik drin etc. Das sind nur halt nur diese natürlichen Tenside, die halt eben sowohl bei den, zum Beispiel bei den Kastanien, beim Efeu und bei diesem Seifenkraut mit dabei sind. Also ich habe auch schon ein Rezept gefunden, wie man Seifenkrautwaschmittel selber herstellen kann. Aber diese selber herstellen Geschichte hat halt immer einen riesen Nachteil. Das ist eben auch bei diesem Kastanienwaschmittel so, dass es sich nicht lange hält. Na, sonst muss ich halt irgendwas zugeben, was die Haltbarkeit erhöht. Und das ist natürlich wieder diese schönen Adjudantien, die es dann immer gibt, die halt eben auch von der chemischen Industrie verwendet werden, die dann teilweise entweder umstritten sind, sich schlecht abbauen lassen oder sich schlecht filtern lassen in der Kläranlage. Deswegen, also für mich ist das nichts, sage ich ganz ehrlich. Also ich bin da echt ein großer Efeu-Fan, weil das kann ich mir halt eben frisch aus dem Garten holen, schnipsel es kurz klein, schmeiß es mit rein und die Sache ist gegessen. Und die Efeu-Blätter, manchmal hole ich die auch schon früher, die halten sich locker 2 Wochen im Kühlfach, im Gemüsefach vom Kühlschrank und ich kann die dann immer noch benutzen und die sind immer noch hervorragend. Also das funktioniert ganz gut. Kastanienwaschmittel habe ich auch schon mal selber gemacht, aber das ist wie gesagt das gleiche Problem wie beim Seifenkrautwaschmittel. Es hält sich einfach nicht besonders lange. Also so 3 bis 4 Tage und dann kippt es um. Und das ist einfach dann auch wieder Verschwendung, meiner Meinung nach. Genau, das zum Thema Waschen. Ich muss aber zugeben, dass ich schon bei der 60-Grad-Wäsche noch so ein Fleckensalz hinzugebe, ganz oft. Also die 60-Grad-helle Wäsche, ja, die kriegt dann halt noch ein Fleckensalz dazu. Ja, ich weiß nicht, hat da noch jemand Fragen zu oder möchte da noch was dazu sagen zu den Geschichten? Sonst würde ich einfach zum nächsten Thema schwenken, weil ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, wie das ist mit den Kartoffeln. Würde also zum Essen schwenken. Ich schaue mal noch ganz kurz. Ich bin auch gleichzeitig irgendwie Signal Angel und muss ja auch noch gucken, ob irgendjemand was schreibt. Da fragt jemand nach Tipp, um Teesiebe zu reinigen. Essig, Natron und Zitronensäure. Ja, das würde ich mit Soda probieren. Wenn du ein Teesieb reinigen willst, mit Soda. Also ich kann dazu sagen, dass dadurch, dass wir so kalkiges Wasser haben, setzen sich bei unserem Geschirrspüler immer die Ventile zu mit der Zeit. Und wir haben dann auch noch nicht nur sehr kalkiges, sondern das ist auch noch sehr eisenhaltiges Wasser. Und dann funktioniert halt dieses Ventil nicht mehr. Und wir bauen die dann einfach immer aus und schmeißen die dann in Sodapampe und das wird dann irgendwie immer wieder neu ein bisschen erhitzt und einfach eingelegt und mit einer kleinen Bürste, also mit einer alten Zahnbürste, da hat man auch gleich eine Verwendung für, immer wieder geputzt und dann funktioniert dieses Ventil wieder und dann zieht die der Geschirrspüler wieder Wasser und dann kann man da ohne Probleme weitermachen. Also die Teesiebe würde ich damit probieren, musste halt ein bisschen einweichen. Also ich würde halt ein bisschen Soda in heißem Wasser auflösen und den Teesieb da einlegen und den da drin liegen lassen und dann halt ein bisschen mit so einem kleinen Bürstchen schrubben. Dann geht es relativ gut. Also Essig, Natron und Zitronensäure würde ich nicht machen damit. So, dann schrieb jemand, Verpackungen im Supermarkt entsorgen, nee, Kosten verlagern. Nee, es geht ja nicht darum, dass man die Sachen, dass man die Kosten verlagert oder dass man den anderen Leuten das aufdrückt, was man selber kauft, sondern es geht ja darum zu vermeiden, also von vornherein. Also es geht nicht darum zu sagen, okay, ich will den Müll nicht haben, ich gebe den einfach jemand anders. Nein, es geht darum, den Müll von vornherein zu vermeiden. So, ja, mit den Efeublättern, stimmt, ich habe nicht gesagt, was die Dosierung ist für die Efeublätter. Ich nehme ungefähr so 5 bis 8 größere dunkle Efeublätter.
Und ich habe eine 8-Kilo-Maschine und mache die dann halt in so ein kleines Waschsäckchen rein, ziehe das gut zu und mache das dann mit rein. Genau. Ja. Aber das hört sich gut an. Selbstgemachtes Waschmittel aus Soda, Natron und Kernseife aus Oliven. Ah, da würde ich gerne noch mehr zuhören. Das finde ich spannend. Also wie machst du das und was hast du da für, hast du da ein spezielles Rezept? Könntest du mal einen Link posten oder so? Das wäre vielleicht ganz interessant. Dann könnte man das hier in den Chat schmeißen. Genau. Genau, da fragt schon jemand nach dem Rezept. Ja. Subi. Ja, jetzt zur Essensgeschichte. Also ich habe ja vorhin kurz zu den Kartoffeln was erzählt. Man kann da aus den Kartoffelschalen Kartoffelchips machen. Ich kann dazu sagen, dass ich die ganz lecker finde, aber der Rest der Familie zeigt mir einen Vogel und sagt, du spinnst, das kann man echt nicht essen. Das ist halt eine Frage der Gewöhnung, würde ich mal sagen. Aber wie gesagt, ich versuche halt einfach am Anfang des Jahres, wenn ich die, also praktisch, wenn die Erntezeit der Kartoffeln ist, die Kartoffeln zu holen und sie dann halt einfach frisch zu essen mit Kartoffelschale. Habe ich jetzt mittlerweile auch den Rest der Familie zugebracht, das dazu, so zu machen. Wenn du die gut schrubbst, dann kriegst du das gar nicht mit. Und das ist ja auch so ein, also das geht ja so um so einen grundsätzlichen Ansatz, den ich halt habe, dass ich sage, okay, wenn ich was kaufe an Gemüse oder an Obst oder an Fleisch oder wie auch immer, dann ist für mich halt entscheidend zu überlegen, wie kann ich es komplett verwerten? Also was kann ich alles essen und was kann ich wirklich tatsächlich wirklich nicht essen? Also zum Beispiel Möhren. Das Möhrenkraut, da kann man ein ganz tolles Pesto draus machen. Schmeckt super. Ich habe das dann probiert mit Koriander und teilweise auch ein bisschen Anis, ein bisschen Chili rein und so, also so ein bisschen experimentell. Dann habe ich teilweise auch ein Pesto gemacht, wo ich dann nochmal Honig mit zugegeben habe. Ohne Käse, sondern eben dann mit Nüssen, die frisch gemahlen wurden. Und das sind schon so Sachen, das ist dann schon very special und da kann man die Leute dann auch mitkriegen, wenn sie fragen, was hast du denn da gemacht? Ah, das ist ja lecker, abgefahren, was machst du denn da? Also geht alles. Genauso wie ich gelernt habe, dass man halt Blätter vom Kohlrabi oder die Blätter vom Blumenkohl oder sowas, dass man das alles essen kann und ich schmeiße es halt einfach mit rein, wenn ich das Gemüse koche. Der nächste Schritt ist, dass ich tatsächlich dann mich furchtbar geärgert habe, dass ich jedes Mal das Kochwasser wegschmeißen muss. Also, dass ich es immer wegschütte. Und dann habe ich halt angefangen, wirklich exakt so viel Wasser zu nehmen, wie ich brauche tatsächlich. Also wirklich, wenn ich den Blumenkohl in kleine Röschen zerteile, den in den Topf zu machen und dann erst das Wasser mit dem Salz aufzufüllen. Und bin dann im nächsten Schritt dahin gegangen, dass ich dann dieses Wasser einfach aufgehoben habe und für die Soße verwendet habe. Also wirklich dann, ne, also das kannst du ja relativ gut auch längere Tage aufheben, weil wenn ich das Kochwasser wirklich kochend heiß in ein Glas abfülle, was ich vorher sterilisiert habe, dann hält sich das auch. Also ich habe relativ gute Erfahrungen damit gemacht, wenn eben in bestimmten Lebensmitteln Salz oder Zucker drin ist, dann kann man das sehr, sehr gut einkochen. Schlechte Erfahrungen habe ich gemacht, als ich Zucchini-Suppe, weil ich so wahnsinnig viele Zucchinis gekriegt habe, als ich die halt versucht habe, in Gläser zu verfüllen, die sind mir alle gekippt. Also da muss man wahnsinnig sauber arbeiten und die Sterilisation mit Wasser hat nicht funktioniert. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich halt alles, was ich an Gläsern verwende, einfach für 2,5 Minuten in die Mikrowelle schmeiße. Das ist so heiß, da geht alles kaputt und dann halt wirklich umgedreht auf eine Stelle stellen, die ich vorher desinfiziert habe und die Deckel koche ich halt einfach tatsächlich noch aus. Geht nicht anders. Und dann geht's einigermaßen. Aber es ist halt echt, also ich zuck da auch so ein bisschen zurück, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich eben gelesen habe über diesen Botulismus und dass es nicht so einfach ist und echt gefährlich ist, weil man es auch manchmal nicht mitkriegt. Also schwieriges Thema, also alles, was ich mit Zucker und Salz mache, ist unproblematisch. Also was ich zum Beispiel auch mache, ist, dass ich im Herbst nicht nur die Kartoffeln hole, sondern dass ich wirklich auch das Suppengrün hole und zwar in großen Mengen und es dann ganz, ganz klein mache. Dann wird es eingesalzen und in ungefähr so große, also so normale 500 Milliliter ehemalige Gurkengläser gepackt und ab in den Kühlschrank. Das fermentiert zum Teil, aber ich habe halt dann für jede Brühe, die ich machen möchte, sofort den Grundstoff parat. Ich muss halt keine
verpackten Sachen kaufen, ich muss kein Brühpulver mehr kaufen, das ist total unnötig. Also wenn ich das sehr klein gemacht habe, also teilweise lasse ich es durch die Maschine. Wenn es festere Sachen sind, wie die Möhren, den Sellerie und die Petersilienwurzel, aber die anderen Sachen, also wenn es halt Sellerieblätter sind, die durch die Maschine zu lassen, das packt meine nicht, die muss ich dann halt selber schneiden. Hat dann auch gleich eine Erkältungsprophylaxe. Also wenn ich den Lauch und die Sellerieblätter schneide und die vorher wasche etc., dann kommen ja die ganzen ätherischen Öle nach oben, die ich dann einatme, und das ist auch gleichzeitig eine Erkältungsprophylaxe. Ist tatsächlich so. Hilft. Genau. Also was fällt mir noch ein zum Thema Gemüse, was man dann noch alles verarbeiten kann? Also im Prinzip, wenn ich eine Blumenkohlsuppe mache, ist es ja egal, ob ich da die Blätter mit reinschmeiße oder nicht. Also das ist einfach okay. Schmeckt man nicht, kriegt man nicht mit und ist halt manchmal, glaube ich, einfach fürs Auge gewöhnungsbedürftig. Also wenn ich da Sachen mit reinschmeiße, die so ein bisschen anders sind, dann ist das einfach fürs Auge gewöhnungsbedürftig. Gebe ich zu. Ist halt so. So, jetzt gucke ich mal auf meine schlauen Stichpunkte, was ich denn noch so in dieser Richtung noch habe. Ja, beim Bioabfall, der ja nun doch dann irgendwie anfällt, ne, bestimmte Sachen kann ich ja nicht verwerten oder nicht weiterverwenden. Ich hatte Experimente gemacht mit Bokashi und halt auch Kompost. Bloß das Problem, was ich in der Stadt habe, ist, dass ich in der Stadt keinen Kompost haben darf, weil wir natürlich Ratten- und Mäusebefall haben, und die lustige Hausverwaltung hat uns dann gleich den Marsch geblasen und gesagt, hey, das geht gar nicht, das könnt ihr nicht machen. Ich habe halt dann mit Bokashi experimentiert und es hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Also so wie es aussieht, ist es wahrscheinlich in meiner Wohnung einfach zu kalt und der Bokashi kippt halt mir halt immer um. Also der schimmelt mir dann immer. Ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Was ich noch gemacht habe vor 2 Jahren, war dann selber Terra Preta zu machen, um halt den Garten dann mit meinem eigenen Zeug zu düngen, dass ich nichts kaufen muss. Das ist etwas aufwendiger. Gibt aber mehrere Workshops dazu, wie man das relativ einfach machen kann. Du brauchst halt diese Kohle dazu, diese aktivierte Kohle und die Mikroorganismen. Das kann man auch teilweise im Set schon bestellen. Und ich habe da relativ gute Erfahrungen gemacht. Also ich hatte mir dann gleich eine große Tonne gekauft, weil ich dachte so, hey, dann mache ich das gleich generalstabsmäßig, eine Riesentonne, und fange dann gleich an, das für den ganzen Garten zu machen. Also wir haben einen Hinterhofgarten, zur Erklärung, in dem ich alles Mögliche anpflanze. Das hat am Anfang auch super funktioniert. Ab einer bestimmten Temperatur kannst du natürlich da nicht weitermachen. Und was wichtig war, ist einfach, dass man da die Sachen sehr, sehr klein schneidet und dann da reinschmeißt. Es ist dann an irgendeinem Punkt, ist es dann an der Zeit gescheitert, dass ich einfach die Zeit nicht mehr hatte, das Zeug so klein zu schneiden, immer runterzulaufen, das da reinzuschmeißen. Und so ist es dann ein bisschen versandet. Also ich hatte dann einmal Terra Preta für ein Jahr und danach waren die Tonnen dann auch leider hinüber, weil ich eben keine Plastiktonnen gekauft hatte, sondern Metalltonnen, die zwar aus der Lebensmittelbranche gekauft waren, aber irgendwie haben die den Winter nicht überlebt. Ich weiß nicht warum. Also da muss ich mich nochmal mit beschäftigen. Das ist nochmal so. Vielleicht hat da jemand von euch ja Erfahrung gemacht. Schreibt gerade jemand im Chat, dass die Weggläser, dass man die doppelt einkochen muss. Ja, also sprich, bei solchen Sachen müsste man sozusagen die Weggläser nochmal im Ofen, im Wasserbad nochmal extra sterilisieren. Dann hält sich das Zeug. Also das mache ich zum Beispiel auch mit Apfelmus, weil ich festgestellt habe, dass man Apfelmus einfach nicht heiß genug einkochen kann. Es ist immer wieder schwierig, und wenn ich das dann nochmal für ein paar Minuten in den Backofen stelle, im Wasserbad, dann kann ich das Ganze nochmal sterilisieren und dann hält es auch. Also nachdem wir dieses Jahr so ein krasses Apfeljahr hatten, habe ich dann nicht nur gedörrt, also Apfelringe gemacht, sondern ich habe sehr viel Apfelsaft gemacht und auch mit Quitte gemischt. Und da hatte ich auch das Problem, dass ich die Flaschen nicht richtig sterilisiert gekriegt habe. Und ich musste tatsächlich 3 Flaschen wegschmeißen, weil mir die geschimmelt sind. Das war sehr schade, aber das sind so die Erfahrungen, die man hat. Also ich habe nicht sauber genug gearbeitet offensichtlich. Ich habe auch den bösen Buben schon identifiziert, das ist mein Plastiktrichter. Den habe ich vorher leider nicht sterilisiert bzw. desinfiziert. Das muss ich das nächste Mal machen. So, jetzt kommt eine Frage.
wegen der, ja, Wurmkiste, genau, ja, Wurmkiste, habe ich auch schon überlegt, ob ich das mal mache. Das klingt ganz gut. Und noch ein Hint an die Technik, irgendwie der Backstage-Bereich von der Seabase ist zu sehen. Ob die Kamera wieder auf die Sprecherin ausgerichtet werden kann. Hallo? Genau. Ja, Wurmkiste. Ich weiß nicht, also Mehlwürmer für den Biomüll. Ich kenne das auch nur mit diesen Regenwürmern. Und irgendjemand hat was mit der Wurmkiste nochmal. Also ja, ich glaube, Wurmkiste muss ich auch mal probieren. Danke für den Tipp. Das probiere ich aus und werde nächstes Jahr berichten. Also ich habe auch schon überlegt, da gibt es ja eine ganz tolle Anleitung, wie man sich so eine Wurmkiste selber baut. Und ich finde das auch eine super gute Idee. Ich bin gespannt, was meine Kinder dazu sagen. Die sind schon bei Spinnen immer völlig ausgerastet, die ich bei mir in der Wohnung halte, weil die ja die ganzen Motten und die Fliegen wegsammeln. Und ich glaube, wenn ich mit einer Wurmkiste ankomme, dann töten die mich. Aber mal schauen. Ich werde es mal versuchen. Ich finde das eine super Idee. Ich habe dann schon argumentiert, dass man auf der Wurmkiste ja auch sitzen kann und es eine Sitzgelegenheit sein könnte. Ja. Und jetzt fragt jemand, bezüglich Einkochen wollte ich fragen, ob ich mich mit dem Thema Pressure Canner beschäftigt wurde. Kenne ich überhaupt nicht? Das ist ja geil. Pressure Canner. Kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört. Muss ich mir sofort notieren und schaue ich mal nach und werde mich mal ein bisschen informieren, was man dazu noch findet. Das kenne ich echt gar nicht. Spannendes Thema. Pressure Canner. Schön, schön. Muss ich mir gleich aufschreiben. Ja, vielen Dank für den Tipp mit Pressure Canner. Muss ich mir gleich mal mich damit beschäftigen. Was haben wir noch? Was habt ihr noch geschrieben? Ich benutze einen Dörrautomaten. Ja, wenn ja, welchen? Einen geliehenen. Das ist nämlich auch so der Punkt, wo ich noch drauf zukommen wollte später. Wobei, wahrscheinlich läuft mir die Zeit weg, aber dann sage ich es jetzt gleich. Ich habe ziemlich viele Gerätschaften gar nicht selber, sondern wir tauschen die einfach. Also das ist auch so ein Punkt, dass sich halt jeder nicht diese ganzen Geräte selber kauft, sondern dass man halt wirklich sagt so, hey, ich leihe mir das Ding aus bei Freunden. Also wir haben im Prinzip in so einem engen Freundeskreis von 5, 6 Leuten so eine Art Tauschbörse aufgemacht. Also sprich, ich weiß gar nicht, wo die Bohrmaschine gerade ist, die fliegt irgendwo rum und man hält der Schlüsselsatz oder den Lötkolben, der Dörrautomat. Ich habe dauerhaft eine Eismaschine von meiner besten Freundin ausgeliehen, weil sie braucht sie gerade nicht und wir machen relativ viel Eis selber, sodass du halt nicht so viel Kram zu Hause hast. Oder auch die Nachbarn kommen und holen sich den Waffelautomaten oder sonst irgendwas, weil Waffelautomat muss man selber haben, ist ganz wichtig. Hust, ihr wisst warum. Aber ja, das sind so die Sachen. Wir haben halt angefangen, das halt zu verteilen, sodass nicht jeder den gleichen Scheiß hat, sondern dass man wirklich halt auch in der Wohnung, Stadtwohnungen eh klein, teuer, hast du nicht gesehen, dass man halt guckt, wir haben nicht alle das gleiche Zeug, sondern jeder leiht sich die Sachen halt aus. Und ich habe einen Dörrautomaten von einer Freundin ausgeliehen. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, so ein No-Name-Teil, aber der ist tatsächlich aus Volledelstahl mit so Edelstahl-Sieben drin. Und dann habe ich auch von meinen Eltern den benutzt, die hatten nur so ein rundes Plastikteil, keine Ahnung, mit so Plastikdingern drin. Das ist jetzt nicht so praktisch, aber ich fand den mit den Edelstahl-Sieben schon cooler. Da habe ich auch versucht, mal so ein bisschen Müsli-Riegel zu machen. Ist leider schief gelaufen, es waren dann Müsli-Krümel, aber egal. Hat geschmeckt, so. Genau, bevor man billige Werkzeuge im Baumarkt kauft, lieber dort welche ausleihen, genau. Es gibt auch in manchen Städten so eine Automaten, wo du Werkzeuge ausleihen kannst, das gibt's auch. Das habe ich auch schon festgestellt, fand ich ganz, ganz spannend. Ist nicht in meiner Nähe, aber ja. Ja, gerade ist mir noch irgendwas eingefallen, was noch wichtig war. Genau, was ich noch angefangen habe zu experimentieren, weil ja die Energiepreise so gestiegen sind und ich einen schönen Schock gekriegt habe im November, als ich ein Schreiben von meinem Gasversorger bekommen habe, dass ich jetzt 2,5-fache pro Kilowattstunde zahlen soll, haben wir halt erstmal die Heizung runtergedreht um 1 Grad, um einfach da schon mal was zu sparen. Und ich bin dann hingegangen und habe gesagt, so, okay, wir müssen auch beim Kochen sparen, also wir kochen mit Gas. Und ich habe dann angefangen, dieses Prinzip der Kochbox so ein bisschen zu verfolgen. Also früher hat man halt wirklich die Töpfe genommen
was zum Beispiel bei beim Milchreis kochen oder beim Grießbrei kochen ganz hervorragend funktioniert, und hat die halt dann irgendwo an einen Ort gestellt, wo sie halt schön warm waren. Ich hatte irgendwie mal irgendwas geliefert bekommen von irgendjemandem und hatte das in so einer großen Styroporbox, und da passt genau ein kleiner Topf rein. Und den habe ich dann irgendwann aus dem Keller wieder geholt. Ja, ich gebe zu, ich habe im Keller alles Mögliche, was ich mal so aufhebe, was man vielleicht mal wieder irgendwann brauchen könnte. Und ich brauche es auch immer wann, irgendwann. Und da habe ich den Topf dann reingestellt, habe den Deckel drauf gemacht und halt wirklich nur 5 Minuten die Milch mit dem Zeug aufgekocht und das dann reingestellt. Das funktioniert total gut. Mit Kartoffeln funktioniert es auch ganz gut, also sozusagen vor dem Ende der Garzeit, also ungefähr 5 Minuten vom Ende der Garzeit, also das ist so kurz über die Hälfte der normalen Garzeit, das Ding dann halt einfach in diese Styroporbox stellen, Deckel drauf und weiter kochen lassen vor sich hin. Funktioniert echt ganz gut. Also nicht immer, aber meistens. Also da arbeite ich noch dran, da habe ich noch nicht so den Way, also wie viele Minuten man am besten kocht, wie viele Minuten man es da reinstellt in diese Kochbox, wie viele Minuten nicht, etc. So, jetzt kommt die Erklärung für den Pressure Canner. Das will ich euch nicht vorenthalten. Ist Einkochen unter Druck, ja, wie Schnellkochtopf. Okay. Also einen Schnellkochtopf benutze ich auch. Also gerade bei jetzt so Sachen wie eben Bohnen, wie du schreibst, ne? Also wenn man halt so Sachen hat, die länger brauchen, da benutze ich auch einen Pressure Canner oder zum Beispiel, also einen Schnellkochtopf, also speziell, wenn ich eine Hühnersuppe mache. Na, Hühnersuppe müsste normalerweise einfach 3,5 Stunden auf dem Herd stehen. Totaler Wahnsinn. Schmeißt du in den Schnellkochtopf, ist sie nach 20 Minuten fertig. Also wobei ich denke, diesen Pressure Canner, den du da hast, den kann man nur in den USA bestellen. Ich bin mal gespannt. Ja, muss ich mir mal anschauen, was das ist. Die überstehen auch noch die nächsten Weltkriege. Das ist schon mal gut. da hat jemand noch Frage zu der Wäsche wegen Ergrauen. Dunkle Wäsche vom Ergrauen zu schützen. Also ganz ehrlich, seit ich mit Efeu die dunkle Wäsche wasche, habe ich dieses Problem nicht mehr. Das ergraut einfach nicht. Also ich weiß nicht, was in diesem Efeu nicht drin ist oder drin ist. Funktioniert super. Also da ergraut gar nichts. Hier. Sieht super aus. Ist schon, keine Ahnung, wie oft gewaschen. Das funktioniert. Weiß ich nicht. Vielleicht hat das damit zu tun, was man auch benutzt. Also weil in den normalen Waschmitteln ist halt überall Bleiche drin. Und wenn du da halt dann keine Bleiche mit reinmachst, dann sollte es auch nicht, dann soll die dunkle Wäsche auch nicht verbleichen. Ne? Nur so nebenbei. Okay. Wo war ich? Ich war also da habe ich schon mein Konsumthema so ein bisschen angesprochen, dass man halt eben Geräte und Werkzeuge teilt. Tatsächlich haben wir auch angefangen, Möbel zu tauschen. Also wirklich ganz klipp und klar nachzufragen, okay, wir bauen um. Und Tochter hat gerade ihr Zimmer umgebaut, großartig. Ich hatte zum Glück ein Tagesbett, was wir mal hatten im Wohnzimmer. Das hatte ich zerlegt und im Keller gelagert. Das fand dann einen großen Widerhall. So, oh, weißes Tagesbett, ja, das will ich haben. Da kann ich dann mein LED-Spielzeug dahinter gut implementieren. Ich so, alles klar, mach das. Wir haben halt wirklich angefangen, auch das durchzutauschen. Also ich habe noch nicht mal einen eigenen Küchentisch, der ist getauscht bzw. geliehen von meiner besten Freundin. Sie hat dafür wieder andere Sachen von mir, also für die Kinder dann halt ein Laufrad und so ein Lauflernwagen und weiß der Geier was. Also wir heben halt die Sachen, die echt hochwertig sind und nicht irgendein Plastikkram, heben wir tatsächlich einfach auf und geben das halt einfach auch in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft einfach weiter. Beziehungsweise es gibt ja auch diese ganzen Nachbarschaftsplattformen, wo man dann auch nochmal gucken kann, was gibt es da, was haben die. Und ich habe tatsächlich auch schon auf Flohmärkten, die halt bei uns in der Schule ums Eck stattgefunden haben, dann einfach gefragt bei jemandem, der was verkaufen wollte und so ein bisschen, ja, also eigentlich bin ich ja gerade schwanger und ich wollte, also aber ich muss es loswerden, ich kann es nicht lagern, wo ich dann meinte so, hey, willst du es mir nicht einfach 1,5 Jahre leihen und ich gebe es dir dann wieder zurück? Genauso mit Tragehilfen haben wir das auch gemacht, dass wir die Sachen einfach weiter verliehen haben und geguckt haben, dass wir dann halt, wenn sie echt schon ein bisschen abgenutzt waren, dass man die halt dann wieder repariert oder weitergibt zum Reparieren. So. Also.
Ah, gut, da schreibt nochmal jemand im Chat, dass diese Pressure-Scanner das, oder Kenner, dass die halt genug Druck machen, um den Botulismus abzutöten. Aha. Und die sind schwer zu kriegen. Hm. Okay, ja, Schnellkochtöpfe gehen nicht über 120 Grad, da hast du recht. Also diese Pressure-Scanner gehen also über 120 Grad. Hm, habe ich wieder was gefunden, was ich auf jeden Fall mal mich versuchen sollte, ob ich irgendjemanden kenne, der sowas hat. Also wenn ich mir das kaufe, dann muss man es dann gleich wieder untereinander ausleihen, ist klar. Ja. Hm, genau. Ja. Das war dann die Geschichte zum Konsum erstmal. So, jetzt lese ich nochmal im Chat, was da noch kam, also im IRC. Wasserkocher mit heißem Wasser aus der Gastherme füllen oder keine Ahnung. Hm. Also den Wasserkocher tatsächlich bin ich umgestiegen auf Gas. Also ich habe den Wasserkocher, den elektrischen, abgeschafft und bin auf Gas umgestiegen. Habe aber jetzt in letzter Zeit öfter jetzt Erfahrungen gemacht mit Induktion und bin schwer begeistert. Also ich finde das echt, das kommt schon an Gas ganz gut ran. Also du, wenn du ausschaltest, ist es auch aus und du kannst wirklich das gut maintainen und kannst sehr gut einstellen, wie viel will ich, wie wenig will ich. Also finde ich gar nicht so schlecht. Genau. Dann schreibt jemand, er verwendet von Ninja einen Multikocher und dann draußen kochen. Ja, davon habe ich auch schon gehört. Und das ist so ein Multikocher, der alles macht. Ja, habe ich schon gehört, kann ich mich nicht dazu aufraffen, sowas zu benutzen. I'm sorry, aber da bin ich irgendwie so... Ja, genau. Okay, danke. Dann schreibt noch jemand Energiesparen im Büro. Ja, dazu bin ich dieses Mal gar nicht gekommen, muss ich sagen, da ich ja eben Schwerpunkte setze. Letztes Jahr habe ich mich noch mit Büros auch beschäftigt. Viele alte, ungenutzte Handy-Ladenetzteile in Steckdosen. Ja, ja, ja. Hm, genau, Brandgefahr, Wärme, Stromverbrauch, kenne ich. Was ganz gut hilft, was ich im Büro angefangen habe zu verteilen, seit ich jetzt da neu in meinem Büro bin, habe ich halt die zum Ausschalten, dass man wirklich halt bestimmte Sachen nur an bestimmte Steckdosen steckt, sodass man die dann ausschalten kann. Im Büro geht es auch noch weiter, dass man auch wirklich guckt, dass die Leute das Licht nicht ausmachen, wenn sie auf Toilette waren oder im Flur immer ewig das Licht brennt, was gar nicht sein muss. Oder in der Küche das Licht angelassen wird oder die Heizung wird angelassen, das Fenster wird aufgerissen und all so eine Geschichten. Also ja, so eine Sachen fürs Büro noch. Kurzer Exkurs. Jetzt gucke ich nochmal auf meine Stichpunkteliste. Habe eigentlich alles so weit nochmal reingebracht, außer auf die Reinigungsprodukte, die wir so benutzen, wie Lotions, Cremes und so weiter, Deos. Dazu bin ich jetzt nicht mehr eingegangen, das hatte ich aber in meinem Vortrag nochmal kurz erwähnt. Was ich noch vergessen hatte, war beim Peeling. Da hatte ich letztes Jahr einen super Tipp bekommen. Da hat jemand Salz und Olivenöl gemischt und das dann für Beine und Füße benutzt oder Zucker und Kaffeesatz als Gesichtspeeling. Und ich habe das ausprobiert, das ist toll. Guckt mich an, ich sehe nicht so aus, so alt aus, wie ich bin. Kleiner Scherz. Ja, also im Prinzip bin ich durch. Was ich noch anmerken wollte, dass sich halt schon was tut, ist das Verbot von Plastiktüten, dass eben ab 1. Januar an der Ladenkasse keine Einkaufstüten aus Plastik mehr angeboten werden dürfen. Also das geht um diese leichten Kunststofftragetaschen mit einer Wandstärke zwischen 15 und 50 Mikrometer. Das sind so diese Standardtüten, kennt ihr bestimmt. Aber die dünnen Plastikbeutel am Obst- und Gemüsestand wird es weiterhin geben. Also die sind da nicht mit eingeschlossen. So, ja, das ist das. Ansonsten kann ich halt nur empfehlen, Tüten wiederverwenden, soweit es irgendwie möglich ist. Und wenn man halt in den Laden geht, dann auch den Leuten sagen, so hey, bitte, nehmt es. So, ja, meine Oma hat immer Reis im Bett gekocht. Genau, vielen Dank. Das ist, habe ich auch schon gehört. Das sind so Sachen, was ich zum Beispiel mache, wenn ich Hefeteig ansetze, dass ich das dann auch einfach dem Herzensmann in die Hand gebe, wenn er am Rechner sitzt und dann stellt er das unter den Rechner, macht die Beine noch drumherum und dann wird der Hefeteig auch ganz schnell was. Da muss man es nicht auf die Heizung stellen, um die Heizung höher zu drehen. Genau. So. Ja. Soweit, so gut. Vielen Dank für euer Feedback und vielen Dank für eure Ideen. Jetzt habe ich wieder ganz viel mitgenommen und werde das auch nochmal dann fürs nächste Jahr bestimmt
wieder mit einbauen. Danke euch fürs Zuhören und fürs Zugucken. Und wenn ihr noch was habt, dann einfach in IRC. Ich bin da noch eine Weile online und kann dann auch nochmal Sachen kommentieren oder was dazu schreiben. Und ja, vielen Dank euch. Vielen Dank. Vielen Dank, Atoll. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt gerade... Doch, ich bin zu hören im Stream. Wunderbar. Ja, das war's von unserer Seite aus. Unser letzter Programmpunkt war jetzt Everyday Future, Workshop zum Thema Everyday Future von Atoll. Ihr merkt, wir quatschen gerade schon wieder ein bisschen Blödsinn, weil wir sind einfach alle mal jetzt richtig durch. Wir haben jetzt hier 4 Tage gerockt. Es haben unglaublich viele Leute das überhaupt erst möglich gemacht. Ich muss mal hier kurz rüberschalten. Wo habe ich sie denn? Die Kamera 1. Da ist die Kamera 1. So, jetzt seht ihr im Prinzip mal so ein bisschen unseren Maschinenraum. Erstmal möchte ich mich bedanken bei Rubel und Ayuvo für Catering und für das Herallen. Dann Mackie, Harmony, Uck, E-Punk im Technikteam. Dann Pico, die sich halt mit dem Druckratoren-Engelsystem rumgeschlagen hat. Dann möchte ich mich bei der Restrealität, bei Martin, Anusch, Olli, Maurice bedanken. Dann bei der Echsen-Crew, Sebastian und Patti. Bei der Crew für die News-Show, Ion, Tigerschön und Robs. Ganz special thanks geht an meine Freundin von der Rhein-Ruhr-Stage, an F. Adofa und Grützkopf. Dann natürlich der Rocket Chat. Was braucht man, um sowas zu veranstalten? Viel Tagesfreizeit, viel Nachtfreizeit. Wir sind seit 15. Oktober dabei, diese Veranstaltung vorzubereiten. Wir haben den CFP gemacht. Wir hatten insgesamt 51 Einreichungen. Wir haben jetzt 28 Talks oder Workshops ausgestrahlt und produziert. 20% waren vorproduziert, ein paar Sachen waren remote. Wir sind eigentlich mehr so die Live-Bühne. Live ist am besten und am schönsten wäre es auch noch mit Publikum. Hoffen wir mal, dass wir nächstes Jahr gemeinsam wieder auf der CBase feiern können. Und dann, ja, gut, Infrastruktur-Review, was braucht man? Also wir haben im Einsatz 3 Bildmischer. Ein Bildmischer stand unten in der News-Show und 2 sind hier oben. Wir haben hier die Extreme ISO im Einsatz und eine Mini Pro im Einsatz. Dann haben wir noch einen NUC, wo OBS drauf läuft. Kameras haben wir 3 Canon-Kameras, Legira HFG 10. Die sind alt und gut. Wunderbare Streaming-Kameras, kann man preiswert bei eBay kaufen. Dann hatten wir noch eine Sony AXO im Einsatz. 2 Kameras hatten wir nicht im Einsatz, weil uns die Adapter noch nicht geliefert wurden. Die Umsetzer von SDI, HDMI und HDMI zu SDI. Wir haben 42 Steckdosen gebraucht, ein 8-Port-Switch, 2 Kästen Bier, mehrere Töpfe Chili con Carne, ja, gute Laune. Und jetzt sind wir einfach nur noch K.O. Ich schalte jetzt das Recording ab. Wir warten jetzt noch so ein bisschen auf die letzte News-Show und dann wird auch noch irgendwie eine Infrastructure-Review kommen von den anderen Studios. Freue ich mich schon sehr drauf. Und ich glaube, es gibt sogar noch was wie ein Closing, aber ich habe jetzt den Fahrplan auch nicht mehr im Kopf. Ich verabschiede mich jedenfalls und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. We did it. Everything is licensed under a CC by 4.0, and it is all for the community. To download for everybody.